Hallo ihr Lieben, heute habe ich in meinem Türchen ein Watch Me Craft und zwar werde ich Memory Decks Karten basteln und ihr dürft zusehen. Ja, dann fangen wir mal an. So, ich habe mir hier schon einiges bereitgelegt. Einmal natürlich die Pocket Decks Karten. Das sind hier immer 4 Stück, die direkt auch dann so gleich sind, dass man eben gut dahinter fassen kann. Und dann habe ich mir ein paar Stempelsets zurechtgelegt, nämlich diese 3 hier. Ja, dann habe ich mir einige Teile ausgeplottet, die also ausschneiden lassen, die ich vielleicht verwenden möchte. Die sind von meinem Winterpapier. So, das kommt auch ein bisschen an die Seite. Und dann habe ich noch meine Kiste hier mit meinen ganzen Weihnachtssachen und ja, mal gucken, was ich davon verwende. Das ein oder andere bestimmt schon. Ja, und ehrlich gesagt, ich habe noch nicht wirklich die Idee, wie ich es mache. Ich werde jetzt einfach die erste Karte nehmen und anfangen. Und ich weiß gar nicht, das wird ja die erste vorne sein und dann geht es so nach hinten. Dann fange ich auch mit der hier jetzt einfach an. Theoretisch ist das ja völlig wurscht. Und gucke mir hier jetzt mal meine ganzen Teilchen so ein bisschen durch. Zum Beispiel diese beiden hier finde ich schon mal ganz niedlich. So. Ja, hier sind natürlich ganz viele süße Sachen dabei, aber man muss sich auch für irgendwas entscheiden. So, da hat der Plotter sehr genau geschnitten, aber das finde ich nicht so schlimm. Oh, der gehört hier zu dem oder kann zu dem gehören. Hier sind noch ein paar ganz mini kleine. Das hier gehört auch zusammen, die Pakete. Oder kann man auch einzeln hinstellen. Zuckerstange, noch eine Schleife. So. Ja, habe ich hier so ein bisschen rumsortiert. Also man könnte zum Beispiel bei einem jetzt hier den, so, machen wir es mal anders, den Weihnachtsmann und dann könnte man theoretisch den hier mit dem Wagen und dann oben drauf die Geschenke, zack, zack, so. Dass er dann schon mit den Geschenken losflitzt und der kleine Mann, der will noch ein Geschenkchen hinterherbringen. Ja, zum Beispiel so. Und weil ich so immer noch ein bisschen, ist zwar schon ziemlich voll, aber ich finde es noch ein bisschen vom Hintergrund ganz schön langweilig. Deswegen möchte ich mir als erstes den Hintergrund ein bisschen gestalten. Und ich glaube, dafür nehme ich mir mal hier mein Zewa. Um hier meine Arbeitsfläche ein bisschen zu schonen. Und dann werde ich mir gerade mal ein bisschen Sprühkleber holen. Ja, das ist der Sprühkleber vom Action. Den werde ich jetzt benutzen. Werde hier einmal sprühen und dann werde ich hier so ein bisschen Glitzer drauf machen. Zack. So. Und jetzt let it snow, let it snow. Zack. Und das Überschüssige noch mal ein bisschen runter. Das kann erstmal an die Seite. So, und jetzt haben wir schon ein bisschen was im Hintergrund. Das Ganze doch schon gleich ein bisschen schöner aus. Ja, ich glaube nicht, dass der Sprühkleber dafür noch reicht. Deswegen nehme ich jetzt den hier. Und dann klebe ich einfach munter drauf los. Ich habe mir das ja vorher schon mal ein bisschen überlegt, wie ich es machen will.
Ah, seht ihr, ich hätte den Weihnachtsmann auch mit Dimensionals aufkleben können, dass er ein bisschen weiter nach vorne kommt und die anderen ein bisschen weiter hinten sind. Aber ja, ist jetzt nicht weiter wild. Ja, ihr seid immer schon im Vorteil, wenn ich hier solche Bastelvideos mache, weil ihr wisst das Ergebnis schon. Ihr habt das ja schon in der Vorschau gesehen, wie es dann am Ende aussehen wird. Ich weiß das ja im aktuellen Zeitraum für mich jetzt hier noch nicht. Ich finde das auch immer lustig, wenn ich die Sachen schneide und dann beziehungsweise dann das Thumbnail mache und dann immer denke so, ja, als du das Video aufgenommen hast, da wusstest du das noch nicht, wie das am Ende aussehen wird. Ist schon manchmal lustig. So, dann türme ich hier meine Geschenkchen noch auf. Upsi. Ja, ist auch besser, glaube ich, wenn der noch ein bisschen weiter hinten ist. Dass die beiden anderen besser hier noch drauf passen. So. Den so ein bisschen hinter das Schleifchen schieben. Jawohl. Na, passt ja perfekt hier. So. Und der kleine Mann, der noch ein Geschenk nachliefern möchte, was noch vergessen wurde. So. Ja, und jetzt könnte hier ja theoretisch gut irgendwie noch ein Spruch dran, wie, keine Ahnung, nicht vergessen oder so. Ja, wäre jetzt halt nur schade, wenn man es überschreibt, deswegen. Ja, und schon ist mein erster Pocket Deck schon fertig. Also das war schon die erste Idee. Und ja, ich habe ja noch drei andere. Mal schauen. Ja, ich möchte jetzt natürlich nicht alle in dem gleichen Style machen und immer alle mit Glitzer machen. So, den hier finde ich zum Beispiel ganz cool. Und da könnten ja einfach nur so ein paar kleine Sachen hier drumherum. Nee, das wird mir zu groß und zu voll, aber hier haben wir noch so ein Schleifchen und hier haben wir so einen kleinen Wichtel. Na, mal andersrum, das Schleifchen. Nee, dann haben wir da zu viel Grün. So. Und hier unten den kleinen Mann noch hin, der hier am Spielen ist. Ja, wunderbar. Gefällt mir auch. Ja, jetzt überlege ich mir nur was mit dem Hintergrund. Was mache ich da? Ich glaube, da nehme ich mir mal ein bisschen Washi. Und dann gucke ich mal, welches Washi hier ganz gut dazu passt. Das ist schon gar nicht so schlecht. Einfach nur grün, das wird dann zu viel grün. Rot vielleicht, könnte auch klappen. Und dann nehme ich mir das einfach und klebe mir das voll. Wird mir das gefallen, wenn das hier komplett voll geklebt ist. Oh, ich glaube, das könnte ganz witzig aussehen. Der kleine Mann ist hier angekommen. So, ja, Klebeband und den Anfang finden. Ne? So, da ist er aber. Zack, ups, oh, das ist natürlich nicht so schön. Ich nehme mal die Schere raus, vorsichtshalber. So, wo haben wir jetzt den Anfang? Ach nee, das ist verkehrt rum, deswegen. Ja, da brauchen wir nicht wundern. Oder? Nee, war richtig rum. Nee, also das wird nichts, weil der lässt sich gar nicht abziehen. Der blättert immer irgendwo ab, aber nicht da, wo er soll. Ich
guck mal, ob es jetzt, ja gut, dass man manchen Sachen muss man immer erst drohen, ne? Dass es nichts wird oder dass man es doch nicht benutzt und dann funktioniert es auf einmal. Ganz komisch. So, ja, dann fange ich einfach mal an und klebe hier, oh, ja, seht ihr, schon wieder, nee. Okay, dann nicht. Ich finde es echt schade, ich hätte es gerne benutzt. Ärgert mich. Ist einfach zu schnell abrolle, vielleicht. Mal gucken, wenn ich es langsamer mache. So, letzter Versuch. Wenn es dann wieder nichts wird, dann halt nicht. So. Nicht falsch reißen, bitte. Okay. Dann setze ich es einmal an die Kanten. Ja, da auch. Jawohl. Wow, erste Reihe klebt. Ja, und so werde ich das jetzt hier immer Reihe an Reihe setzen. Bis unten hin. Muss mal gucken, wie ich das unten... Oh, da ist es schon wieder zerrissen. Ach Mensch. Das macht keinen Spaß. So, und das wird auch nichts, weil das ist zu kurz. Okay, dann bleibt halt jetzt nur oben die eine Reihe. Und für die anderen muss ich mir was anderes überlegen. Ja, ärgerlich, aber kann ich jetzt leider nicht ändern. Ja, das hier ist auch so ein bisschen neutraler. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Dann nehmen wir halt unterschiedliches Washi, ne? Irgendeins wird ja wohl vernünftig funktionieren. Na, seht ihr, das klappt doch hier. So, mal gucken, was ich hier wirklich an den Rand klebe. Ja, hallo, du sollst da noch gar nicht kleben. So. Okay. Was haben wir hier? Merry Christmas. Nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Hier sind so rote Schleifen. Ja, warum nicht? Hauptsache ist immer rot mit drin und vielleicht grün, dass es zu den Bildern passt. Okay. So, und ich glaube, so lasse ich es jetzt auch. Ich glaube, das wird mir sonst zu viel. Und dann schneide ich mir jetzt hier einfach auf der anderen Seite die Washis ab. An der Karte entlang. Ja, jetzt ist der Hintergrund nicht mehr ganz so langweilig, ne? Oh, klebt wieder überall, nur nicht da, wo es soll. Ups. Nein, komm jetzt. Okay. So, dann kommt hier unser Weihnachtsmann mit den Wichteln hin. Und dann schaue ich mal, ob die Deko jetzt hier noch so passt. Oder ob ich es einfach, ich glaube, ich lasse die weg. Weil ich finde den roten Streifen da oben eigentlich ganz schön. Und mache nur noch hier unten den kleinen hin, damit es hier unten nicht so kahl ist. Ja, und den hier mache ich jetzt auch mal mit dem Dimensionals. Juppie. So, da sind sie. Das sind die Minis. Dann kommt der Kleine hier noch mit drauf. Ups. So, und schon ist das nächste Pokédex fertig. Ja, finde ich, ist auch ganz gut geworden. Irgendwie komplett anders als der davor, aber trotzdem passt es zusammen. So, zwei haben wir noch. Und ich würde sagen, wir nehmen wieder so einen großen. Einmal diesen Schlitten. Vielleicht gucke ich hier einfach mal in meine Kiste. Oh, ich glaube, ich habe auch schon eine coole Idee für meinen Hintergrund, den ich hier mache.
weil der Weihnachtsmann braucht ja für dieses Ding hier wirklich viel Schnee. Und zwar werde ich mir wieder den Sprühkleber schnappen, die Unterlage hier. Und werde das Teil wieder vollkleben. Jetzt muss ich mal gucken, ist das auch, ja, ist richtig rum, okay. So, werde hier unten ordentlich Sprühkleber drauf kleben. Und jetzt nehme ich mir hier diesen Kunstschnee. Ich schneide mir hier, glaube ich, nur mal so eine Ecke auf. Und nicht alles komplett auf. So, und jetzt werde ich hier von diesem Kunstschnee was drauf schmeißen. So, ich denke, das reicht auch schon. Einmal ein bisschen runterklopfen. So, und dann werde ich das hier mal so ein bisschen noch mal andrücken. Ich glaube, damit mache ich eher locker als drauf. Nur hier mache ich es natürlich ein bisschen raus, dass man das später dann noch auffädeln kann. So, die Teile, die jetzt hier ein bisschen rüber gucken, versuche ich noch mal ein bisschen festzumachen. Ja, das lasse ich ganz kurz antrocknen. Den restlichen Kunstschnee versuche ich mal hier in meine Tonne zu machen. So. Ja, sieht doch ganz cool aus. Und dann nehme ich nämlich den und klebe den hier drauf. Mal gucken, ob das funktioniert, dass so kleben bleibt. Zack, so. Wie klebe ich den jetzt am besten fest? Nehme ich dafür diesen Kleber hier oder sprühe ich das hinten auch mit Sprühkleber ein? Mach das mit Sprühkleber. Ich glaube, ich mache das hier mit. Mach da jetzt ordentlich Kleber drauf. Jetzt ruhig ein bisschen übertreiben mit dem Kleber. Wenn ein bisschen was drüber guckt, ist das ja auch nicht schlimm. Erstens wird er ja sowieso durchsichtig. Und zweitens ist ja sowieso Sprühkleber auf dem Teil. Also von daher hier E-Klebereste drauf. Oh, ich glaube, das ist genug Kleber. Das Papier biegt sich schon total. So, und jetzt mal gucken, ob das hier funktioniert. Ja, das scheint zu kleben. Gucken, dass es immer überall an allen Stellen irgendwas Kontakt hat. Aber das funktioniert. Ja, cool. Das gefällt mir mit dem Kunstschnee. Ja, und das könnte man theoretisch schon fast so lassen. Könnte vielleicht noch irgendwas in den Hintergrund. Aber was. Ja, eine Wolke vielleicht, ne? Ja, da hätte man vielleicht vorher noch mal mit Blau so ein bisschen so einen Himmel gestalten können. Ich werde gerade mal probieren. Oder mache ich das lieber mit dem? Ja, ich glaube, ich mache es lieber mit dem hier. Dann nehme ich hier mal Himmelblau. Zack. Und dann werde ich hier so ein bisschen versuchen, überall noch so ein bisschen. Ja, sieht doch gut aus. Am besten ohne die Schneedinger wieder abzumachen. Ja, wunderbar. Das auch erledigt. Ja, sieht auch ganz süß aus. Aber ich glaube, hier unten möchte ich noch so ein bisschen mehr reingehen. So, hier kann auch noch ein bisschen. So ist gut.
Jetzt gefällt es mir. Und Pocket-Deck-Karte, Memory-Deck-Karte Nummer 3 ist auch fertig. Haben wir noch eine vierte? Ja, und jetzt gehen mir gerade ein bisschen die Ideen aus für die Hintergründe. Was machen wir denn da? Wir haben einmal solches Glitzer, Washi, und wir haben hier diesen Schnee. Guck mal gerade hier in meiner Kiste, was ich hier noch so finde. Ich habe hier noch diese Teile, aber nee, irgendwie nicht. Ich muss auch mal überlegen, was möchte ich denn hier jetzt überhaupt machen. Ach, ich denke, ich mache jetzt hier die Geschenke und dann die Wichtel mit den Weihnachtsmännern, wo sie da das auf drauf machen. Und vielleicht hier auch noch so ein Geschenkesack. Ja, ich glaube, das finde ich ganz cool. Und dabei würde ich die hier wieder mit Dimensionals aufkleben. Und die beiden Sachen wahrscheinlich normal. So, und jetzt haben wir hier so Weihnachtsbaum. Dann nehme ich vielleicht einfach ein Grün und mache das so ein bisschen in den Hintergrund, wie ich es gerade mit dem Blau gemacht habe, nur eben auf der kompletten Karte. Bin ich nur am Überlegen, was ich da am besten nehme. Ich glaube, ich probiere mal das Kleegrün. Ach so, guck mal her hier. Das könnte ganz gut passen von der Farbe her. Schauen wir gleich mal. Könnt natürlich auch Waldgrün nehmen, aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu dunkel. Ich nehme, oder Waldmoos heißt das ja. Tannengrün ist noch dunkler. Nee, ich glaube, ich bleibe bei der Farbe hier. Oder ich probiere es erstmal aus an so einem Teil hier. So, wo ist denn das mit dem grüne Farbe immer dran mache? Jawohl, hier. Oh, ist doch ganz schön duster. Ja, ich glaube, ich gucke doch mal nach dem Waldmoos, wie das aussieht. So, mal gucken, wie das Waldmoos aussieht. Ja, ich glaube, das passt irgendwie ein bisschen besser, ne? Ja, das passt besser zu Weihnachten. So, und dann fange ich auch direkt gleich mal hier an. Aber ich werde das einmal kurz so genau hier aus dem Deckel mir nehmen. Dann kann ich nämlich, wenn es zu viel ist, noch mal ein bisschen abtupfen. So, hier unten die Ecke noch. Ja, prima. Ja, so habe ich jetzt meinen Hintergrund gemacht. Dann nehme ich hier nochmal die Klebepads und wie viel Dimension jetzt mache ich hier drauf? Ich glaube 3 oder 4. Ja, ich nehme lieber immer einen mehr als einen zu wenig. Wunderbar, so die Geschenke so weit wie es geht nach hier unten. Okay. So, und bei denen hier bin ich jetzt gerade am Überlegen. Also die müssen auf jeden Fall nach ganz hinten, weil der Weihnachtsbaum ja so klein ist, also dass es aussieht, als wenn sie weiter weg sind. Und hier gucke ich mal diese billigen Klebepads, da gibt es ja so dünne. Ob sie hier so ganz dünne. Und dann nehme ich einfach so einen, dann habe ich das so ein bisschen dreidimensional, als wenn die in verschiedenen Entfernungen stehen würden. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. So, genau, jetzt haben wir das hier nämlich schön, zwar auch ein bisschen erhöht, aber eben nicht so weit wie das mit den Dimensionals. Also habe ich das hier schön so ein bisschen in 3 Ebenen. Ja, und jetzt noch unsere Wichtel mit den Bäumchen, und ich überlege gerade, hier oben könnte auch so ein bisschen Rot noch mit rein, ne?
Komm raus, das Glutrot. Aber weil das immer extrem färbt, nehme ich jetzt, glaube ich, mal hier so ein Pad. Nehme hier so einen neuen. Ein neues Schwämmchen. Und dann gehe ich erstmal hier rein. Gucken wir mal. Genau so. Also ihr seht ja hier, ne, wie dolle das abfärbt. Ja, sind jetzt doch sehr die Ringe durchgekommen, aber ist okay. Ich glaube, tupfe hier überall noch mal ein bisschen dazwischen. Ich finde das gar nicht so schlimm, dass man die Ringe so ein bisschen sieht, also die Kreise außen. Gut, dann kleben wir nur noch unsere Wichtel hier mit dem Weihnachtsbaum und dem Schmuck auf. Und schon ist unsere letzte Memory-Deck-Karte fertig. Ja, und wie ihr seht, habe ich jetzt die anderen Sets gar nicht benutzt, sondern nur meine ausgestanzten Teile. Aber wie gesagt, das weiß man immer nicht vorher, worauf man so Lust bekommt während des Bastelns. Ist doch ganz süß geworden. Was mich sogar ein bisschen stört, ist, naja gut, da ist wieder das Blau und da ist das Weiß, ist okay. Ja, ja, so sehen jetzt meine 4 Memory-Deck-Karten aus. Das finde ich echt cool mit dem Schnee. Ja, und die letzte. Und natürlich kann man die auch so rum. Das ist ja wurscht, egal ob man da anfängt oder da zu blättern. Ja, meine Lieben, das war meine Idee heute. Ein paar nette Karten verschenken. Und zwar in dem Fall die Memory Decks Karten. Und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht. Euch hat Spaß gemacht, mir beim Basteln zuzugucken. Und ich sage tschüss, bis bald.